Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, ich bin der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 23. März. Heute dabei Amazon Music, Amazon Fresh, iTunes, Netflix und Pokémon Go. Fangen wir mit Amazon Music an. Die sind jetzt in der aktuellen Version 6.4 auch endlich für Apple CarPlay kompatibel. Also Apple CarPlay, das ist die Verbindung von einem Apple-Device, also einem iPhone und auch einem iPad, in Richtung eines Autoradios. Sagen wir es mal einfach mal so. Und da kann man nun auch seine Musik, wenn man halt Musik hat, auf Amazon Music dort auch abspielen. Schöne Sache. Generell frage ich mich eigentlich auch bei allen Content-Apps, die auf iOS laufen, warum die dann nicht alle automatisch eh schon CarPlay-kompatibel sind. Bleiben wir aber gleich beim Thema Amazon. Amazon Fresh, also der Versandhandel von Amazon für frische Waren, Gemüse, Essenssachen, Lebensmittel, der geht jetzt an den Start in Berlin und München. Berlin ist im April 2017 wohl angedacht und kurz darauf soll auch München starten. Es ist jetzt ein entsprechendes Zentrum eingerichtet worden, wo die Ware gelagert wird. Und ausgeliefert wird dann wohl von DHL. Bin gespannt, ob das angenommen wird. Berlin ist, glaube ich, da halt auch ein relativ einfacher, in Anführungsstrichen, Markt zu adressieren. München kann ich mir schon durchaus wieder schwieriger vorstellen. Aber warten wir es einfach mal ab und gucken, was da so passiert. Gestern hatten wir ja bei Apple diesen großen Frühjahrsputz, wo alles mal rausgehauen wurde, neues iPad, beziehungsweise ein altes, neues, wenn man es so sehen will, von der Technik her. Das rote iPhone, Hüllen und weiß der Teufel was. Aber eine Sache, die ganz untergegangen ist, ist das neue iTunes. Und die Version 12.6 wurde nämlich auch veröffentlicht. Und die große Änderung geht dabei um Videos, Filme, die man über iTunes mietet. Denn die kann man nun überall einsehen. Bislang konnte ein Film immer nur auf dem Gerät abgespielt werden, wo der Film auch gemietet wurde. Und das ist jetzt Vergangenheit, denn nun ist der Titel halt praktisch an den Account gekoppelt und man kann sich den auf jedem seiner Geräte anschauen. Schöne Sache, war meiner Meinung nach auch schon länger überfällig. Und wenn wir schon beim Thema Video sind, bleiben wir dabei gleich und gehen zu Netflix. Ja, Netflix, der Streaming-Anbieter für Filme und Serien, der war bislang auch durchaus auch schon auf Linux aktiv, dort aber nur im Chrome-Browser. Und jetzt kann Netflix auch auf Linux via Firefox angeguckt werden. Denn Firefox ist nun auch kompatibel, es braucht auch kein Plugin. Firefox kann mit Netflix umgehen, es wird alles angezeigt und man kann direkt die Filme und die Serien streamen, die man sehen möchte. Ja, und zu guter Letzt gleich zwei Nachrichten zu Pokémon Go. Ja, Pokémon Go existiert immer noch. Es gab ja erst vor ein paar Wochen die ganz neuen Pokémons, die zweite Generation. Und jetzt gibt es wieder neue Updates. Und ein Update ist, dass der 7-Tage-Bonus nun ein Evolutions-Item ausliefert. 7-Tage-Bonus, das bedeutet, wenn man 7 Tage in Folge einen Pokéstop dreht, bekam man immer mal mehr Punkte, Bonbons und die Pokémon Go-Spieler wissen, worum es geht. Ja, das ändert sich jetzt in dem Sinne, dass nun beim 7. Tag auch ein Evolutions-Item ausgespielt wird, per Zufall. Und die Evolutions-Items, die werden benötigt, um diverse Pokémon zu entwickeln. Also, wenn ihr das nicht versteht, dann spielt ihr anscheinend kein Pokémon, dann ist es wahrscheinlich auch total Schnuppe für euch. Wenn ihr aber Pokémon spielt und das jetzt versteht, was ich da gerade versucht habe zu erklären, dann freut ihr euch natürlich, denn diese Evolution-Items waren total selten. Die waren im unter 1%-Bereich, wenn man die Pokéstops gedreht hat. Und ich glaube, da werden sich so einige freuen. Und eventuell freuen sich auch einige über das aktuelle Event. Es gibt ja immer wieder Events zu besonderen Anlässen wie Weihnachten, Valentinstag und ich rechne auch mal stark mit Ostern bald. Und jetzt gibt es so eins dem Nichts einfach ein Event, der sich auf
Also der nennt sich das Wasserfestival und es bezieht sich auf Wasser-Pokémons. Alle Pokémons haben ja verschiedene Kategorien, unter anderem auch Wasser. Und ab heute oder gestern, je nachdem wie ihr es hört, 21 Uhr oder natürlich besser gesagt gestern, wenn ihr hört es ja auf jeden Fall erst heute, 21 Uhr deutscher Zeit, bis zum 29. März noch und auch da wieder um 21 Uhr ist einfach das Thema Wasser mit Wasser-Pokémons live und dort können dann Kappadors, Shiggys, Kanimanis und die Entwicklungsformen weitaus öfter angetroffen werden als sonst. Schöne Sache und auch ein Zeichen, dass Pokémon auch außerhalb dieser klassischen Events, also ich meine Weihnachten und Ostern sind immer relativ einfach, auch aktiv ist und die Spieler bei Laune halten möchte. Ja, ich bin dabei, ich bin ein großer Pokémon Go Spieler und damit wäre es das auch für heute. Also ich wünsche euch einen schönen Tag, nicht einen schönen Tag, doch den wünsche ich euch auch, aber ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag, wenn ihr das jetzt abhört oder aber auch, ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, wenn ihr es erst später abhört und ich hoffe, dass ich euch auch morgen am Freitag zum Ende der Woche nochmal hören kann und bis dahin, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.